Gott, du sollst mich nicht anzünden. Aua, 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 aua. Nein, meine Rubies. Weiß ich gar nicht. Nice. So. Jetzt muss ich warten. Okay. Kommt da noch was? Ja, okay. Okay, das muss ich anzünden. Das ist kein Problem. Okay, mit dem rechten Stick kann ich auch in die Vogelperspektive gehen. Du hast eine Feenflasche erhalten. Eine robuste, leere Flasche. Feen fliegen freiwillig hinein. Okay. Wenn die Feen meinen, die müssen da freiwillig hineinfliegen, ich halte die nicht auf. Wer hat die neue Krüge dahingestellt? Ich wette nicht mehr. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Nina. Ja. 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 Ja, Nina. Okay, ich glaube, du bringst hier jetzt nicht viel. Giftwurm gemerkt. Okay. Schlangenmonster, das sich blitzschnell auf seine Beute stürzt und sich unter Wurfgeschossen hindurchstimmelt. Nice. Ich mag. Das Spiel macht schon sehr Bock. Ja, aua. Oh, au. Ich sehe nichts. Ich hab kaum noch Leben. Arsch. Mist. Aua. Die Schlange bringt mich doch um. Krieg ich bitte Herzen? Nein. Warum krieg ich keine Herzen? Hallo, ich bin fast tot. Komme ich hier eigentlich auch irgendwie so da hoch?
Ja, es sind Bäume hinter da. Führt wohl ein anderer Weg dorthin. Da komme ich nicht. Wofür ist ich schon mal fest? Doch, da oben ist so ein Goblin. Ist schon wieder so. Und zack, dann. Hier ist mal hier lang. Und höchstwahrscheinlich werde ich sterben. Nein, ein Herzteil. Oh ja, bitte. Jetzt sagen wir, dass ich ja zum Herzteil komme und dann ist mein Leben regeneriert. Oh nee. Hältst du eigentlich auf? Es geht. Goethe-Praller. Er lebt in Höhlen und auf Ebenen, rollt sich bei Feindsichtung zusammen und rastlos, bis eine Wand im Weg ist. Kann man dich direkt mal einsetzen, ne? Okay, dann. Los, kämpf! Okay, ich lieb's. Nein, das war's gar nicht. Und zurück. Du hast 4 Herzteile gesammelt. Die maximale Anzahl deiner Herzen erhöht sich, um all deine Herzen zu werden, aufgefüllt. Das ist doch schön. Siehst gerade richtig, dass ich schon 1 Stunde und 20 Minuten live bin? Die Giftschlangen, komm mal ran. Los, greif an. Lange bist du aber wirklich. Los, greif an. Du Arsch. Finde ich jetzt nicht nett, dass du jetzt da oben bist. Sperrmoblin gemerkt. Moblin. Aggressives Monster, das in ganz Hyrule vorkommt. Mit seinen Speeren erreicht es auch Ziele auf höheren Ebenen. Das ist doch nett. Oh, guck mal, da ist ja direkt eine Fee. Dann können wir doch mal sehen, ob die wirklich direkt in meine Flasche gleitet. Hallöchen. Tatsache. Hier muss ich hin. Oh je. Du wolltest zu diesem Haus, oder? Es wurde von einem Riss verschluckt. Es ist meine Aufgabe, Risse zu schließen. Und ich habe viele Gefährten, die dasselbe tun. Eigentlich hätten sie diesen Riss längst schließen müssen. Aber er ist immer noch hier. Ihnen muss etwas zugestoßen sein. Wollen wir der Sache gemeinsam auf den Grund gehen, Zelda? Meine Gefährten befinden sich bestimmt im Inneren des Risses. Wenn ich sie alle versammle, müssen wir den Riss schließen können. Hier entlang, Zelda. Wir müssen eine Stelle finden, an der wir den Riss betreten können. Okay, dann gehen wir hier lang. Hallöchen, jemand zu Hause? Ja.
Ihr sollt doch nicht das Fleisch essen, ihr sollt Gegner besiegen. Warum ist das Fleisch gar nicht? Attacke! Aua! Los, besieg schon mal den ersten. Der andere ist einfach nach unten. Ja, einer ist schon mal besiegt. Der zweite auch. Monster erhalten. Spitzer Fangzahner, den man von Monstern erbeuten kann. In dieser Form ungenießbar. Monsterherz erhalten. Wertvolles Material, das man von Monstern erbeuten kann. Okay, ich glaube, hier muss ich jetzt einen Stein werfen. Doch nicht. Ich muss jetzt extra dafür nach unten. Okay. Kein Problem, kriege ich hin. Ich nehme hier einfach die Abkürzung. Blub, blub, blub. Jetzt ist die Tour offen. Ach ja, solche Truhe kennt man ja so gut. Vor allem Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Besiege alle Gegner, damit du die Truhe kriegst. Erstmal hier alles wegmähen. Weißt du was? Ich hab jetzt Bock, einfach so Betten zu bauen. Okay. Weg mit dir. Und dann nochmal so ein Trampolin. Einfach nur, weil wir es können. Zehnmal Vitaltrauben. Nett. Da unten ist eine Höhle. Da. Dann gehen wir doch mal da lang. Los, zerstört ihn. Nett. Ja. Ich möchte immer mit Y spielen. Feuerschale gemerkt. Eine lustige brennende Feuerstelle in ihrer Nähe wirst du selbst in eisiger Umgebung nicht finden, und das ist schön. Komm runter. Nee. Gott. No. Was? Wie viel hältst du eigentlich aus? Aua. Arsch. Hier, hast du verdient.
Killer-Anas. Killer-Anas. Man muss sich diese eine Person an TikTok denken, die die Videos gemacht hat über eine Spannanas. Pflanzenmonster, das sich tränt mit seinen dornigen Wurzeln auf dich stürzt. Feuer bekommt ihm jedoch schlecht. Okay, ich muss Feuer gegen diesen Gegnerart verwenden. Habe ich das wirklich nur für den Gegner hier gemacht? Das ist ja gar nichts. Irgendwie belastend. Muss ich die vielleicht irgendwie wegschieben? Mysterious. Geh erstmal hier raus. Vielleicht war es wirklich nur für den Gegner. Und wir sein Echo haben. Okay, der Gegner scheint schon mal nicht zu respawnen. Kann ich eigentlich auf dem Stein stehen? Oh, so gut. Sind in den Sudelia-Bilder. Okay. Ist nichts. Wie ich es mir dachte, im Inneren des Risses spüre ich die Anwesenheit meiner Gefährten. Aber sie rühren sich nicht, also wurden sie von irgendetwas festgehalten. Ohne sie kann ich den Riss nicht schließen. Aber wenn wir den Riss betreten und meine Gefährten befreien, können wir ihn mit vereinten Kräften beseitigen. Zelda, mit deiner Unterstützung kann ich meine Gefährten sicher retten. Willst du mir dabei helfen? Yep. Mal sehen. Hier gelangen wir hinein. Ich bitte dich, lass uns meinen Gefährten retten. Machen wir. Uiuiui. So, dir ihr Wälder nichts, Wähler. Dies ist die Welt des Nichts. Alles hier wurde vom Riss verschlungen. Er schwebt haltlos umher und löst sich allmählich in nichts auf. Aber mit Hilfe unserer Kraft können meine Gefährten und ich alles wiederherstellen. Werkeinstellungsmodus sozusagen. Ich spüre ihre Anwesenheit weiter voraus. Lass uns dorthin gehen, Zelda. Der Riss hat dich in die Welt des Nichts geführt. Free sagt, er spüre irgendwo in dieser Welt die Anwesenheit seiner Gefährten. Das erinnert mich wirklich an die Zerrwelt. Er ist for real. Oh Gott, was bist du denn? Hallo schön. Ja, damit rufe ich Gegner raus, okay? Und die sind ein bisschen stärker, okay. Aber nicht ganz so stark. Aua! Du scheiß Fledermaus. Ich wollte eh mal kurz was testen. Kann ich mich mit dem Bett eigentlich heilen? Tatsache. Krass. Alle Lebewesen, die vom Riss verschluckt werden, erstarren und können sich nicht mehr bewegen. Überlässt man sie ihrem Schicksal, verschwinden sie allmählich. Nur bei dir ist es anders. Du bist besonders, Zelda. Definitiv.
genau. Ich glaube, ich schlag die Gegner mit. Ja, doch. Hallöchen. Komm. Hallo. Siehst du mich nicht oder willst du einfach nicht? Hallo. Mist. Hier. Weg hier. Warte, liebes bisschen. Oh, warte mal, ich habe eine andere Idee. Attacke! Ach, ich kann noch eins. Ding. 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 Attacke! Flipper. Ich bin Flipper. Wunderbar, komm zurück. Okay, da ist nichts. Dann gehen wir mal weiter. Und hier lang. Und da können wir runter. Okay. Was ist denn hier? Was lauert denn hier? So schön ist eine Kiste. Okay. Eine Sekunde.